Servus Leute, ist es nicht manchmal komisch, wenn du viel Zeit in dein YouTube-Hobby investierst, du dir viel Mühe beim Schnitt gibst, ein Skript schreibst, mühevoll ein Thumbnail gestaltest und dann gehen auf YouTube einfach die simpelsten 10-Sekunden-Clips viral, wo es um verbrannte Chicken Nuggets geht. Aber ich lieb's. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Meine Chicken Nuggets verbrennen. Da wird jeder Ferrari neidisch. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Saugeil. Oder besser, Chicken geil. Der Junge hat einfach 3 Schritte zur Tür gebraucht. Er ist damit mehr Maschine als ein Terminator einfach. Und seitdem trainiert selbst Usain Bolt mit Chicken Nuggets, damit sein Rekord nicht in Gefahr ist. Zu sehen, wie lange er gebraucht hat, um das zu realisieren, und dann kommt noch dieser Blick. Irgendwas habe ich doch vergessen. Ist herrliche Situationskomik und Leute, merkt euch das, zugleich auch der ultimative Weg, wenn du im Online-Unterricht eine Ausrede brauchst, weil du keinen Bock mehr auf den Unterricht hast. Dieses Was ist denn mit Carsten los, der Moderne, ist mein neues persönliches E-Rape für den Wecker. Ich bin aber froh, dass es sich beim Rauslaufen nicht auch noch den Zeh angestoßen hat, sonst hätte es noch mehr Nuggets gegeben. Aber natürlich müssen wir bei aller Komik auch noch ernste Töne anschlagen und an die Chicken Nuggets gedenken. Vom Regen in die Traufe, vom KFC direkt in die brennende Hölle, ohne das Fegefeuer der Verköstigung in Vereinigung mit heißen, goldbraun gebräumten, dünnen Kartoffeln zu leben, das möchte man nicht mal seinem schlimmsten Huhn antun. Was aus den Chicken Nuggets genau wurde, darüber klärt der Clip leider nicht auf. Ein Fall für Galileo Mystery mit Jumbo Schreiner in der Hauptrolle. Der Streamer wurde jedenfalls auf Twitch zu Recht dafür wegen Tierquälerei, da Hühnchen verbrannt, von der Plattform gebannt. Nein, Spaß. Folgt auf alle Fälle gerne Noriax, denn jeder kennt seinen Clip, aber kaum einer kennt den YouTuber Noriax. Und das ist wirklich sehr schade, denn der bringt wirklich sehr unterhaltsamen Gaming-Content. Denn deswegen könnt ihr ihn gerne mal besuchen und da vorbeischauen. Ja, in diesem Sinne bin ich auch schon mit meinem Video hier fertig. Krass, das ging jetzt richtig schnell, aber es liegt auch daran, dass das Wetter draußen richtig schön ist und ich jetzt einfach mal ein bisschen wieder Vitamin D auf meiner Haut spüren möchte. Deswegen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Checkt gerne meinen Zweitkanal Partypad aus. Dort gibt es auch ein frisches Video über den Egaltag. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.